Hallo, herzlich willkommen zu Franzis Küchenwelt. Ich möchte mit euch heute Spitzbuben machen und wir fangen auch gleich an. Ihr braucht 400 Gramm Mehl, 200 Gramm Butter, 3 Eigelb, 50 Gramm gemahlene Haselnüsse, 100 Gramm Zucker, 1 bis 2 Teelöffel Vanillezucker, wenn ihr möchtet, 2 Tropfen Bittermandelaroma und für später dann etwas Erdbeermarmelade, wobei ihr hier eines ohne Stücke verwenden solltet, und etwas Puderzucker. Um den Teig herzustellen, verwende ich jetzt wieder die Ronig. Ihr könnt das Ganze natürlich per Hand verkneten oder mit einer anderen Küchenmaschine machen, je nachdem, was ihr habt. Und da gebt ihr jetzt einfach das Mehl, die Haselnüsse, den Zucker, den Butter, die Eigelb, natürlich den Vanillezucker und auch das Bittermandelaroma hinein. Und jetzt kneten wir daraus einen schönen gleichmäßigen Teig. Wenn ihr mit einer Küchenmaschine arbeitet, so wie ich, löst sich der Teig automatisch von der Schüssel weg. Wenn er soweit fertig ist, seht aber zu, dass er trotzdem gut verknetet ist. Wenn der Teig dann durch die Maschine fertig zusammengeknetet ist, gebt ihn kurz auf die Arbeitsfläche und arbeitet ihn mit der Hand durch. Dann legt ihr ihn in eine bemehlte Schüssel und stellt ihn für 2 bis 3 Stunden kalt. Idealerweise könnt ihr ihn auch über Nacht kalt stellen, wobei ihr ihn dann eine halbe Stunde bis Stunde, bevor ihr ihn benötigt, wieder aus dem Kühlschrank nehmen müsst, weil er sonst zu fest zum Weiterarbeiten ist. Wenn der Teig jetzt lange genug kalt gestellt war, nehmt ihn und teilt ihn auf 2 oder 3 Stücke auf. Die knetet ihr dann jeweils kurz zusammen und dann rollt ihr das Ganze etwa 3 mm dick aus. Um euch zu leichter tun, könnt ihr auch, bevor ihr den Teig ausrollt, die Arbeitsfläche mit Mehl bestreuen. Jetzt müsst ihr einmal Kreise für den Boden und einmal Kreise mit einem Loch drin ausstechen, beziehungsweise ihr könnt auch Sterne, Herzen und was auch immer ihr möchtet. Das Einzige, ihr braucht halt immer 2 gleich große Plätzchen, einmal als Boden und einmal mit einem Loch in der Mitte für den Deckel. Wichtig dabei ist auch noch, dass ihr von den Deckeln genauso viel habt wie von den Böden. Den Ofen heizt ihr auf 200 Grad Ober-Unterhitze vor und dann lasst ihr das Ganze etwa 8 bis 10 Minuten backen. Und dann könnt ihr über die Deckel gleich mit ein bisschen von dem Puderzucker drüber gehen, weil das später dann schöner aussieht. Wenn die Plätzchen dann kalt sind, nehme ich die Erdbeermarmelade, rühre sie ein bisschen auf und gebe sie dann in Spritzbeutel oder was ähnliches. Und dann gebe ich jeweils in die Mitte der unteren Plätzchen ein bisschen was von der Marmelade und lege die oberen Hälften drauf.
Das war es dann auch schon zu den Spitzbuben. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr sie jetzt auch machen wollt, findet ihr das Rezept auf meinem Blog rezeptdeck.blogspot.de. Der Link ist unten in der Infobox. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr mir dann in die Kommentare oder Social Media technisch schreibt, wie euch die Spitzbuben geschmeckt haben, beziehungsweise welche Plätzchen ihr macht und welche euch besonders gut schmecken. Und ansonsten habe ich eigentlich nur noch das Rezept von den Plätzchen, die ich letzte Woche gemacht habe, die Vanillekipferl, hier verlinkt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao! Und fertig.